Hat das Leben überhaupt einen Sinn? Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre stellte alles radikal in Frage. Shit happens. Das Leben hat keinen Sinn. Wir leben einfach unsere Existenz. Wie gehen wir um mit der Frage nach dem Warum? Auch gläubige Menschen ringen mit der Frage, wo ist Gott, wenn es hart auf hart geht? Gibt es einen Brückenschlag zwischen Sinnlosigkeit und Glaube? Zwischen Existenzialismus und Transzendenz? Mein Name ist Samuel Pfeiffer, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Bleiben Sie dran! Willkommen zu einem Vortrag in der Reihe Psychiatrie, Psychotherapie und Glaube, Spiritualität und Seelsorge, entwickelt als Fortbildung für Spiritual Care. Ich gestehe, dieser Vortrag ist einer der komplexesten, die ich in meinem YouTube-Kanal anbiete, aber auch einer der wichtigsten. Angeregt wurde ich, als ich mich selbst in einer existenziellen Grenzsituation befand, als ich an Krebs erkrankte und über Monate mit dem Leben und mit dem Sinn meiner Existenz rang. Damals ging es um die Frage, was gibt meinem Leben Sinn und welchen Platz hat in der scheinbaren Sinnlosigkeit des Leidens der christliche Glaube an eine transzendente Welt? Schauen wir dieses Bild kurz an, das ich als Titel eingesetzt habe. Sie sehen zwei Aspekte. Sie sehen auf der einen Seite die Unendlichkeit des Weltalls, eine derartige Unendlichkeit, wie wir sie uns überhaupt nicht erklären können, die über alles hinausgeht, was wir irgendwie erfassen können mit unseren Sinnen. Und das andere sind Grabsteine, wie ich sie aufgenommen habe in einem jüdischen Friedhof in Prag, diese berühmten, tragischen Zeitzeugen des Todes und der Vergänglichkeit, wie wir sie auf so vielen Friedhöfen dieser Welt sehen. Wie gehen wir um mit der Unendlichkeit auf der einen Seite und der Vergänglichkeit auf der anderen Seite und wie ist unsere Existenz darin verwoben? Die Frage, die ich eigentlich stellen möchte, lautet, gibt es einen christlichen Existenzialismus oder müssen wir zurückgreifen auf den säkularen Existenzialismus? In einem Essay hat Thomas Asheuer in der Zeit einmal Existenzialismus wie folgt beschrieben. Existenzialismus beschreibt einen Seelenzustand, mit dem vermutlich jeder in seinem Leben schon einmal Bekanntschaft gemacht hat. Es ist das Gefühl von kosmischer Verlorenheit, die schier unheilbare Empfindung von Einsamkeit und Fremdheit, überhaupt von der Absurdität des Lebens. Wider Willen ist man auf diese gottverdammte Welt geworfen worden und niemand, von den Eltern vielleicht abgesehen, hat auf einen gewartet. Existenzialismus, so könnte man sagen, ist ein Daseinsschmerz, dem sich ganz nebenbei große Werke in Musik und Malerei, in Literatur und Philosophie verdanken. Vor kurzem habe ich noch einen zweiten Begriff kennengelernt, der ebenfalls in diese Richtung geht. VUCA. Das Leben sei auf Englisch gesagt volatile, also sehr wechselhaft, uncertain, unsicher, komplex und in ständigen Spannungsfeldern begriffen, in denen wir uns beinahe verlieren, die Ambiguity, VUCA also. Der säkulare Existenzialismus sagt in ganz wenigen Worten, shit happens, das Leben ist eine Achterbahn ohne Sinn und Ziel, und die Frage stellt sich, wo ist denn da Gott darin? Demgegenüber könnten wir in einer ebenso kurzen Formel den christlichen Existenzialismus beschreiben. Ja, shit happens. Und das Leben ist eine Achterbahn, aber es gibt einen Gott und es gibt Hoffnung. In der Psychotherapie vertritt Irvin Yalom die existenzielle Psychotherapie. Er ist einer der einflussreichsten Psychotherapeuten der Gegenwart. Ein schöner Film beschreibt sein Leben und seine Gedanken, Yalom's Cure. Wesentliche existenzielle Krisen seien Tod, Krankheit, Angst vor dem Tod. Dann aber auch die Problematik der Freiheit, nämlich der freie Wille und Verantwortung und die Schuldfrage. Die Isolation,
das Wissen um eine absolute Isolation, der Wunsch nach Kontakt, nach Schutz, der Wunsch, Teil von etwas Größerem zu sein, und dann auf der anderen Seite die Sinnlosigkeit der gegenüber, ja, Frankl die Logotherapie und Lengle die Existenzanalyse geschaffen haben. Das Dilemma eines sinnsuchenden Geschöpfs, das in ein Universum hineingeworfen sei, das keinen Sinn mehr habe. Der säkulare Existenzialismus sagt, ganz kurz gesagt, mit unserem Denken können wir die Welt nie voll erfassen. Was zählt, ist die konkrete Selbst- und Welterfahrung des einzelnen Menschen. Themen, die Absurdität der Realität, menschliche Verantwortung für seine Entscheidung und für die Konsequenzen. Das zentrale Thema aller Philosophen lautet die Freiheit, das eigene Leben zu wählen und die Gefahr, es zu verfehlen, so Sartre. Sartre ist wohl der bekannteste Exponent. 1905 bis 1980 hat er gelebt. Er kehrte ab von den bürgerlichen Werten und Moralvorstellungen. Er vertrat einen absoluten Atheismus, der Mensch im Nichts ist zurückgeworfen aus sich selbst. Ein an sich sein und für sich sein. Die Existenz von Essenz. Der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht. Angst entsteht durch die Möglichkeit freier Entscheidungen. Der Mensch muss Verantwortung übernehmen. Und eines seiner Hauptwerke, das sich lohnt zu lesen, das Sein und das Nichts, das er 1943 veröffentlicht hat. Demgegenüber ist auch Karl Jaspers ein Existenzialist. Er spricht von den Grenzsituationen des Lebens, etwa Krankheit, Tod, Kampf oder Schuld. Dadurch wird der Mensch gezwungen, nachzudenken über seine Existenz. In diesen Situationen, im Leiden, stößt der Mensch an seine Grenzen. Und da merkt er seine Sinnlosigkeit und Einsamkeit. Aber Karl Jaspers schlägt bereits eine gewisse Brücke zur Transzendenz. In einem Buch Chiffren der Transzendenz deutet sich etwas jenseitig, etwas ganz anderes an, das sich erahnen, jedoch nie vollständig begreifen lässt. Philosophisch ist der Existenzialismus zum ersten Mal breit aufgegriffen worden von Søren Kierkegaard im 19. Jahrhundert. Er war der geistige Wegbereiter des Existenzialismus. Ein Sonderling, ein schräger Vogel. Bekämpft von ungläubigen Freigeistern und von den Frommen. Eines seiner Bücher, Entweder oder, zeigt schon das Spannungsfeld, in dem er sich drin befand. Er vertrat die sogenannte dänische Krankheit, die Verzweiflung über das Leben. Und er sagte, wir können diese nur überwinden durch einen Sprung in den christlichen Glauben. Entweder wird man verzweifelt an der Absurdität des Daseins, oder man kommt mit sich selbst ins Reine und entscheidet sich für den Glauben an Gott, dem man schließlich seine Existenz verdankt. Und ganz kurz sei noch Gabriel Marcel erwähnt, aus Frankreich, ein führender Vertreter eines christlichen Existenzialismus. Er sagt, Freiheit bedeutet nicht einfach nur verloren sein in der Weite der Möglichkeiten, sondern Offenheit für Neues und für andere, Engagement, Beziehung zum anderen, eine Verwandlung des Es in ein Du. Er spricht von Person, Engagement, Gemeinschaft, von Wirklichkeit, und Atheismus ist für ihn eine Verdinglichung Gottes, eine Reduktion, die letztlich durch die Weite des Universums, die Größe der Schöpfung, letztlich so gar nie belegt werden kann. Die Erfahrung der lebendigen Wirklichkeit Gottes ist immer nur der einzelnen Existenz möglich. Indem ich mich engagiert der Transzendenz öffne, wird Gott für mich lebendig. So will ich nun versuchen, aufgrund dieser Vorbemerkungen einen kurzen Entwurf eines christlichen Existenzialismus zu präsentieren. Ich hoffe, Sie haben die Kraft, die 12 Thesen durchzustehen. Ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren. Falls Ihnen ein so langer Vortrag zu anstrengend ist, gibt es auch einen schönen Artikel, den ich veröffentlicht habe, auch auf meiner Internetseite. Sie können ihn dort abrufen und der Link ist auch in der YouTube-Beschreibung zu finden. Im christlichen Glauben gibt es so manches Klischee. Etwa alles hat einen Sinn. Wenn ich brav bin, widerfährt mir kein Leid. Gott ist ein liebender Vater, der immer für mich sorgt und mich immer bewahrt.
Das religiöse Leben besteht aus der Einhaltung von Geboten und Verboten, die mir Halt und Wert geben. Und demgegenüber sagt nun der Existenzialismus, das Leben ist sinnlos. Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief von einer Frau, die auch an Krebs erkrankt war. Sie schreibt mir, nach dem ersten Krebs fühlte ich mich wieder mit Gott gut verbunden. Aber jetzt nach einem weiteren Schicksalsschlag, sie ist an einer zweiten Krebsform erkrankt, weiß ich nicht, wie ich wieder mit Gott ins Reine komme. Freundinnen beten für mich. Die Pfarrerin der Gemeinde, wo ich bin, betet mit mir oder auch schon spontan eine Freundin. Medizinisch bin ich gut versorgt. Meine Beziehung mit Gott war durch den ersten Krebs nicht längerfristig belastet. Aber jetzt weiß ich nicht, wie mit ihm umgehen, wie sprechen, wie meine Krankheit einordnen. Das ist genau die Frage, wo die Menschen sagen, warum geschieht das mir, warum muss ich das durchmachen? Es sind genau diese Fragen, die man auch als existenzielle Fragen in der Psychotherapie bezeichnet. Welchen Sinn hat das menschliche Dasein? Welchen Sinn hat das Leben? Und es sind diese Grenzsituationen, die Jaspers beschrieben hat, nämlich Krankheit, Tod, Kampf, Schuld und Scheitern, die uns an diese Sinnfrage heranführen. Bei Yalom sind es die Themen Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit sei allgemein ein zentrales Thema in der Psychotherapie. Nun, es gibt ganz unterschiedliche Konstruktionen der Existenz. Eigentlich ist es eigenartig, dass Søren Kierkegaard im wohlhabenden Dänemark als Grundbefindlichkeit der Verzweiflung und der Angst Existenz als Entfremdung empfand. Und da sind wir in Afrika, wo viele Menschen in tiefer Armut, Krankheit und Elend leben und dennoch lebendige, fröhliche Gottesdienste feiern. Gibt es unterschiedliche Formen der Konstruktion der Existenz? Kommen wir nun zur ersten These, die ich aufstellen möchte. Ganz anders als Sartre, der uns einfach frei flottieren lässt im Universum ohne irgendwelchen sinnvollen Bezug, sage ich, Existenz ist Teil der geschaffenen Welt. Unsere Existenz ist eingebettet in die Gesamtheit der Schöpfung, vom unendlichen Universum bis in die subatomare Welt des Unsichtbaren, von den Naturgewalten bis zu den submikroskopischen Funktionen unserer Zellen und der Krankheitserreger. Unsere Existenz unterliegt den Gesetzen der Natur. Und unsere Existenz, seien wir ehrlich, hat doch viele wunderbare Seiten des Daseins. Die Schönheit der Existenz, Freude, Genuss, Ästhetik, Arbeit, Erfolg und Glück. Karl Jaspers hat einmal von den Chiffren der Transzendenz gesprochen. Und er sagt, alle Wissenschaft stößt an eine unüberwindbare Grenze. Die Welt als Ganzes kann niemals Gegenstand unseres Erkennens sein. Wir können sie darum auch nie im Ganzen planend in unseren Besitz nehmen. Und das gilt auch für uns selber. Wir sind immer mehr, als wir von uns zu erkennen und im Erkennen zu tun vermögen. Die Grundfrage bleibt, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. These 2. Vergänglichkeit ist Teil des Lebens. Wir sind von Anbeginn unseres Seins vergänglich, anfällig für Krankheit, Schmerz und Tod, dem Altersprozess ausgesetzt, seelisch oft schwach, anfällig für Traurigkeit und Seelenschmerz. Moralisch nicht immer so standhaft, wie wir es uns wünschen würden. Schwachheit ist ein zentrales Konzept des Neuen Testamentes. Um es mit einem modernen Wort aus der Konsumgüterindustrie zu sagen, wir haben alle ein Verfalldatum. Und damit kommen wir schon zur These 3. Leiden ist eine Grundrealität der Existenz. Das Jammertal, von dem die Bibel manchmal spricht, die Wüste als Tal der Tränen, das Vallis Lacrimarum, in den Psalmen auch das Dürretal. Und Paulus schreibt einmal in Römer 8, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Jaspers schreibt dazu, der Patient muss, um der Krankheit Herr zu werden, die Krankheit in sein Leben einbeziehen. Er muss sie als Tatbestand annehmen, um im bleibenden Raum des Möglichen zu leisten, was er kann. Er soll sich nicht schämen, dass er krank ist. Der Geigenbauer Martin Schleske schrieb einmal davon, dass wir
aus einem Holz geschaffen sind, das nicht einfach nur gerade Linien des Wachstums hat, sondern dass wir Abhölzigkeitungen und Verkrümmungen in unserer Psyche haben. Wir alle sind durch die Erfahrungen unseres Lebens geformt und geprägt, wie die Bäume, deren Holz einst einer Geige ihren Klang geben soll. Manche Abhölzigkeiten haben sich schon früh in unseren Faserverlauf des Lebens gebildet. Ja, sie sind vielleicht schon genetisch angelegt. Andere Verkrümmungen sind im rauen Wechselspiel von Stürmen, Eis und Hagel ganz allmählich gewachsen und lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Sie gehören sozusagen als traumatische Narben zu unserem Leben. These 4. Das Leben ist ungerecht. Die Erklärungen des Lebens sind unzureichend. Die Spaltung, die Dichotomie von Gut und Böse, Glück und Unglück, die Vorstellung von Gerechtigkeit und Strafe ist letztlich in der personalen Existenz oftmals nicht schlüssig. Die Gleichung, weil ich gut und richtig lebe, geschieht mir kein Unglück und kein Leid. Sie geht nicht auf. Warum-Fragen helfen oft nicht weiter. Wir müssen unsere Existenz hinnehmen, wie sie ist. Phänomenologie, das Beschreibende dessen, was ist, sagt uns oft mehr aus als die Suche nach Kausalität, nach den Gründen, warum es so ist. Viele Fragen, die den Sinn des Lebens erhellen sollen, ergeben letztlich keine befriedigende Antwort. Die These 5, und hier kommen wir wieder zu Kierkegaard, zur existenziellen Angst, sie ist Teil unseres Lebens, manchmal mehr, manchmal weniger. Existenzielle Angst ist die Spannung zwischen dem menschlichen Streben nach Glück und der Möglichkeit des Scheiterns. Sie ist eine Angst, die keinen Gegenstand hat. Diffus, letztlich die Angst, mit dem in der Welt sein verbunden ist, mit Heidegger zu sprechen. Die Not des Menschen ist nicht nur das Leid, sondern auch eine Vielzahl von Ängsten vor möglichem Unheil, vor dem Verlust lieber Menschen, vor dem Versagen, um nur einige Beispiele zu nennen. Funktionale Angst schützt uns in riskanten Situationen, dysfunktionale Angst lähmt uns und engt uns ein. Und die Angst vor dem Tod ist die ultimative Angst, sie gehört hintergründig immer zu unserer Existenz. These Nummer 6, Freiheit und Verantwortung. Freiheit im Rahmen der Gemeinschaft, aber die Grenze ist das Wohlergehen anderer. Verantwortung trage ich immer für mein Handeln und für meine Welt. Im Gegensatz zur Ablehnung des sogenannten Esprit sérieux bei den Existenzialisten. Wir haben und brauchen einen ethischen Bezugsrahmen. Dieser findet sich im christlichen Kontext in den 10 Geboten und in der goldenen Regel. Sartre selbst wollte immer auch mal noch einen ethischen Bezugsrahmen schaffen, aber der Entwurf seiner existenziellen Ethik ist nie fertiggestellt worden. Gabriel Marcel, der andere französische Existenzialist, sagt, Freiheit heißt offen sein, Freiheit für etwas, gläubiger Bezug zu einer Wirklichkeit, die über uns steht. Der Existenzialismus sagt, wir sind zur Freiheit verdammt. Demgegenüber steht eben die andere Sichtweise. Nein, wir können unsere Freiheit auch ein Stück weit in Verantwortung gestalten. Und nun sind wir bereits bei These 7. Gratuliere, Sie haben es geschafft, schon bis zur Hälfte. Wie lautet diese These? Sie heißt, Sinngestaltung, also das Gestalten, von dem wir gesprochen haben, ist eine Lebensaufgabe. Wesentliche Aufgabe des Menschen ist es, der individuellen Existenz einen Sinn zu geben. Der christliche Existenzialismus ruft auf zu einem Dennoch auch in den Abgründen der Existenz. Es kommt darauf an, wie der Mensch zu einer Einschränkung seines Lebens sich einstellt, sagt Viktor Frankl in der Logotherapie. Kierkegaard fordert einen christlichen Heroismus, das Wagnis zu unternehmen, ganz man selbst zu werden, ein einzelner Mensch, dieser bestimmte einzelne Mensch, allein vor Gott, allein in dieser ungeheuren Anstrengung und mit dieser ungeheuren Verantwortung. Eine weitere These, Nummer 8, alles Leben ist Beziehung. Beziehung ist die Grundlage der Existenz
Und hier haben wir Emmanuel Levinas und Martin Buber im Gespräch. Martin Buber prägte diesen berühmten Satz: Alles Leben ist Beziehung. Aus der Gemeinschaft entsteht oftmals Trost und Mitgefühl. Und Gabriel Marcel sagt: Wenn ich mich engagiere, verwandelt sich das Es in ein Du. Das Ich ist nur in Beziehung zu einem Du gegeben. Eine weitere These, Nummer 9. Existenz und Transzendenz. Es gibt einen Raum über dem, was wir mit unseren begrenzten Denkfähigkeiten erkennen können. Und wer diese nicht eingesteht, der ist unglaublich begrenzt. Chiffren der Transzendenz weisen uns ständig darauf hin. Transzendenz ist ein Bezug meines Lebens, trotz zeitweiliger Sinnlosigkeit meiner Existenz. Gabriel Marcel wiederum sagt, es gibt eine Wirklichkeit, die nicht einer allgemeingültigen und beweisbaren Erkenntnis zugänglich ist. Und hier braucht es, was wir gegen Ende dann sehen werden, den Sprung des Glaubens, wie Kierkegaard es schon formuliert hat. Hier in einer einfachen Zeichnung dieser Sprung des Glaubens. Bereits Aristoteles hat es gesagt, Erkenntnisse eines Wissenschaftszweiges erbringen nicht unbedingt Einsichten in eine andere Sphäre der Realität. Ja, es ist ein Graben zwischen unserem begrenzten Wissen und der leidenschaftlichen Gottesbeziehung, die zur spirituellen Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis führt. Den Bezug zu Gott finden wir nicht durch Ableitung von unserer Erkenntnis. Es ist eine andere Ebene. Und deshalb braucht es diesen Sprung des Glaubens, der über diesen Graben hinweggeht. Dieser Sprung des Glaubens heißt auch, dass wir annehmen, dass es eine Hoffnung in unserer Existenz gibt. These Nummer 10. Hoffnung bedeutet eine Zuversicht, die über die Ressourcen unserer persönlichen Existenz hinausgeht. Doch Hoffnung ist nicht nur Pie in the Sky, also die unerreichbare Torte in der unsichtbaren Ewigkeit. Hoffnung entsteht durch die konstruktive Gestaltung des Lebens in dieser Welt. Kranke Menschen hoffen auf die Fortschritte der Medizin. Hungernde hoffen auf die Versorgung mit Lebensmitteln. Menschen in Not hoffen auf die Hilfe durch mitfühlende Menschen. Über diesen menschlichen Wegen der Hoffnung steht die spirituelle Hoffnung, die Ewigkeitshoffnung der Transzendenz im christlichen Sinn. Hier ein wesentlicher Beitrag Moltmann über die Theologie der Hoffnung. Hier eine kleine Abbildung, die ich mal gemacht habe, nämlich das Leben im Diesseits, das beeinflusst wird durch die Hoffnung im Jenseits, die über den Tod hinausgeht. Leben im Diesseits bedeutet, genieße das Leben, gestalte das Leben, lebe tugendhaft und erfülle dein Leben mit Sinn. Die Schnittstelle, eben diese existenziellen Krisen, Alter, Krankheit und Tod, führen uns oftmals auf die Frage, wozu ist das alles gut? Vergänglichkeit als Teil des Lebens. Spiritualität aus der Hoffnung heraus kann auch führen zu Weisheit im Leben im Diesseits. Und das ist ein großes Ziel, das wir haben. Und hier kommt bereits die These Nummer 11. Ein Weg, um dieses Leben zu erfüllen, ist es, Weisheitskompetenzen zu entwickeln. Weisheit spricht auch von Kontextualismus. Die Fähigkeit, zeitliche und thematische Verbindungen zwischen verschiedenen Lebensbereichen und Erfahrungen zu erkennen. Der Werterelativismus berücksichtigt beim Urteil über das Denken und Verhalten anderer die eine individuelle Geschichte und Wertvorstellungen. Die Ungewissheitstoleranz erlaubt, Unsicherheit auszuhalten und trotzdem zu entscheiden oder zu handeln. Und schließlich These 12, für mich die wichtigste Weisheitskompetenz, nämlich die Akzeptanz und existenzielle Gelassenheit. Sie bedeutet die Annahme des Unvermeidlichen. Leiden gehört zu unserem Leben. Existenz ist ein Sein zum Tode. Das Ziel aber ist ein erfülltes Leben trotz seiner Vergänglichkeit. Gelassenheit im Spannungsfeld von wünschenswerter Gemütsruhe und bedenklicher Gleichgültigkeit. Es geht nicht nur um stoische Gefasstheit, nicht nur die buddhistische Gleichmut, das freischwebende Nicht-Anhaften.
Gelassenheit eher als Grundhaltung des Glaubens in den Krisen des Lebens. Wie es in einem berühmten Lied heißt, Because he lives, I can face tomorrow. Und so komme ich zur Zusammenfassung. Sie sehen hier noch einmal die Thesen. These 1, unsere Existenz als Teil der geschaffenen Welt. These 2, Vergänglichkeit untrennbar mit dem Leben verbunden. These 3, Leiden als Grundrealität der Existenz. These 4, das Leben ist ungerecht. These 5, existenzielle Angst ist eine Grundbefindlichkeit in existenziellen Krisen. Sie ist normal. These 6, Freiheit kann beängstigend sein und sie gibt uns gleichzeitig Verantwortung. These 7, Aufgabe unserer Existenz ist es, dem Leben einen Sinn zu geben. These 8, alles Leben ist Beziehung. These 9, jenseits der Existenz gibt es Transzendenz. These 10, Hoffnung gibt Halt in Leiden und Vergänglichkeit. These 11, Weisheitskompetenzen weisen uns den Weg. Und schließlich, Lebensbewältigung als These 12 erfordert Akzeptanz und existenzielle Gelassenheit. Und so haben wir die Herausforderung der Gelassenheit. Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Diese Gelassenheit wünsche ich Ihnen. Und wenn Sie mögen, hier noch einige Wiederholungsfragen. Nennen Sie 3 wesentliche Vordenker des Existenzialismus. In welchen Grenzsituationen tritt die Frage nach dem Sinn besonders stark auf? Übrigens, hier können Sie das Video kurz anhalten, um die Fragen selber lesen zu können und allenfalls aufschreiben zu können. Was waren die Besonderheiten im Existenzialismus von Søren Kierkegaard? Was bedeuten Chiffren der Transzendenz? Wo sieht Martin Buber die Grundlage der Existenz? Welche Aufgabe sieht Viktor Frankl in unserer Existenz? Wie beeinflusst eine transzendente Hoffnung unsere Existenz? Und welches Bild braucht Kierkegaard für das Verhältnis zwischen Existenz und Transzendenz? Da noch einige Literatur und nun besten Dank und weiterhin tiefes Nachdenken über die Existenz Ihres ganz persönlichen Lebens. Auf Wiedersehen.